of Thrones Fans. Gestern die zweite Folge und so langsam, muss ich sagen, werde ich ein bisschen nervös, weil irgendwie passiert ja nichts. Ne? Das war gestern, das war wie ein Klassentreffen. Ne? Die Leute saßen zusammen, saßen da am Feuer, haben ein bisschen was getrunken, haben ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Hier, Tyrion, weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren. Hier, Arya, weißt du noch, als du mich fast hast sterben lassen und bla bla bla. Und ich denke mir, Leute, bitte, kommt mal aus dem Quark. Es sind nur noch 4 Folgen. Nur noch 4 Folgen. Es muss doch mal jetzt was passieren. Okay, am Ende haben wir ja hier die Weißen Wanderer gesehen. Also nächste Folge muss es zur Sache gehen. Aber trotzdem, also ich persönlich werde langsam ein bisschen nervös, weil ein bisschen läuft die Zeit davon. Wir nehmen zum Beispiel Arya und Gendry. Die beiden hatten jetzt ihr Techtelmechtel. Können sie ja gerne haben. Ist alles schön und gut. Morgen sind wir sowieso alle tot. Also lassen wir es die letzte Nacht nochmal krachen. Aber das hat doch irgendwie 0,0 Einfluss irgendwie auf die Handlung. Es muss doch mal jetzt was passieren. Es muss vorwärts gehen. Ja, uns läuft die Zeit davon. Aber nee, dann wird da irgendwie so ein bisschen die Zeit damit, ja, verschwendet, würde ich sagen. Mein Highlight dieser zweiten Folge, wahrscheinlich ist es sogar das Highlight der gesamten Staffel, war Brienne. Nachdem die zum Ritter geschlagen wurde, hat sie ja angefangen zu lachen. Sie hat versucht zu lachen. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gesehen? Unfassbar. Die Frau, die hat zum ersten Mal gemerkt, dass die Mundwinkel auch in die andere Richtung funktionieren. Helft dieser Frau doch mal ein bisschen Emotionen zu zeigen. Wenigstens ein bisschen. Dann kommt dieses halbe Lachen dabei raus. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Die kurze Annäherung zwischen Daenerys und Sansa war klar. Hier, wir vertragen uns so ein bisschen da. Wir haben den Jon ja so lieb und alles. Da wurde aber klar, hier bei den beiden geht es ganz klar ums Business, ne? Was machst du mit dem Norden und so fort. Stimmung unterkühlt. War aber meiner Meinung nach logisch. Genauso wie bei Daenerys und Jon die Stimmung auch so ein bisschen abkühlt. Das ist so ein bisschen Ärger im Paradies bei den beiden. Weil Daenerys hat ja jetzt gemerkt, ups, ich bin gar nicht die rechtmäßige Thronfolgerin, sondern hier mein Neffe und Lover und bester Freund, der Jon, der schnappt mir, wenn wir das alles überleben, hier den Thron weg. Puh, nicht schön. Mir hat der Osterhase übrigens dieses wundervolle Drachenei ins Nest gelegt. Ich würde sagen, ich brüte das jetzt mal die Woche über aus und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.